Da sieht man mal, wie damals schon die Grafik eigentlich ganz cool war. Zumindest in den Sequenzen. Obwohl es 25 Jahre alt ist. Und Weapon, guck zu. Die High Wind, schnell weg. Und damit ist Weapon vollständig geweckt. So cool. Da sieht man, dass das von den Japsen nur sein kann. Ich sag nur Godzilla. Oh nein! Mega Flare! Boah! Big Breast! Das sah gerade aus wie Ares. Achso, nee, das sind jetzt alle Weapons. Es gibt nämlich mehr als eins. Vier sind noch weg und einer zuvor, also fünf Weapons. Luft, Wasser, Erde, Wüste. Das fünfte weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist bestimmt Omega-Weapon. Ich habe kein Bild, doch jetzt langsam. Cloud. Cloud. Er hat gar nicht das Schwert, was ich ihm gegeben habe. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich war schon immer so. Was ist los? Oh. Armes Kind. Au. Bist du in Ordnung? Au, au. Ah, tiefer. Tiefer? Tiefer. Oh, Cloud. Stimmt, ich bin Cloud. Bist du es wirklich, Cloud? Ich hätte nie gedacht, dich hier zu finden. Ja, es ist schon eine Weile her. Was ist mit dir passiert? Du siehst nicht gut aus. Ach, es ist nichts. Alles in Ordnung. Wie lange ist das her? Fünf Jahre. Was ist? Es ist wirklich lange her. In Wahrheit sind es 7 Jahre. Du hast bekommen, was du wolltest und bist Soldier geworden. Bist nach dem Zwischenfall mit Sephiroth ausgetreten und jetzt lebst du als Söldner. Du hast mir viel davon erzählt, was geschehen ist, nachdem du Nibelheim verlassen hast. Aber... etwas stimmt nicht. Ich merke, dass mit dem, was du mir erzählt hast, etwas nicht stimmt. All die Dinge, die du nicht wusstest und hättest wissen müssen und andere Dinge, die du nicht hättest wissen sollen, aber wusstest. Ich wollte sicher gehen, aber dann hörte ich, dass du weit weggehen wolltest. Und das wollte ich nicht. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich dachte, ich bräuchte mehr Zeit. Deshalb habe ich dir von diesem Job bei Avalanche erzählt und wollte bei dir sein, um sehen, was du tust. Als er da in Midgard aufgesammelt wurde, ist kurz vorher gerade Zack gestorben, an alle, die die Crisis Core kennen.
Das war auch traurig. Die arme Eris. Er hat es fast bis nach Midgard wieder zurückgeschafft. Und als Zack gestorben ist, ist Cloud wieder aufgewacht. Ah, die Story war auch so cool. Auch wenn das Kampfsystem gewöhnungsbedürftig war. Hätte ich echt Bock nochmal wieder zu spielen, aber bräuchte ich noch eine PSP oder irgendeine Möglichkeit, dass ich das auch capturen kann für euch. So, was haben wir hier? Widescreen? Jetzt geht der Psychopath los von Final Fantasy VII. Das ist auf dem Flugschiff, glaube ich. Bim bam. Wie? Ich dachte bisher, Weißes waren nur Gedanken. Der Blick. Dir wird's bald besser gehen. Du hattest lange geschlafen. Ich habe Hunger. Wirst du nachfragen? Über ihn? Ich habe Angst. Keine Sorge, ich weiß auch nicht, was mit Cloud passiert ist. Ich hätte dir nicht sagen dürfen, dass du dir keine Sorgen machen musst. Sie wissen auch nicht, ob es ihm gut geht. Ist er noch am Leben? Wie lange habe ich geschlafen? Also tja, muss etwa eine Woche gewesen sein. Was ist mit Sephiroth? Es ist noch nicht vorbei. Erinnerst du dich an dieses riesige Licht an der Nordhöhle? Seither ist der Krater von einem mächtigen Lichtwall umgeben. Ein jeder weiß, Sephiroth schläft im Krater, der durch den Wall geschützt wird. Wir können leider nichts tun, wir müssen warten, bis er aufwacht. Zu allem Überfluss treibt sich auch noch das Ungeheuer Weapon hier rum. Weapon? Erinnerst du dich an das Riesenungeheuer, das mit Sephiroth auf dem Grund des Kraters war? Jetzt ist es hier oben, es heißt, es sei ein sagenumwobenes Biest aus der Vergangenheit. Weapon? Beschützt Sephiroth? Weiß nicht, auf jeden Fall ist es hier oben und die Hölle ist los. Im Moment bekämpft Rufus es, ich sage nicht gern, aber der Bursche hat Mut. Wir hätten das Viech erledigen sollen, aber wir haben echt keine Zeit. Zeit. Hey, der Meteor. Ich kann mich bewegen. Ah nee, sie sind in Junon. Sehe ich schon an den Wolken. Oha. Da ist der Meteor. Müssen wir aufgeben? Weiß nicht. Ich dachte, Cloud würde auftauchen und euch alle retten. Auch Professor Hoyo wollte Cloud sehen. Was wirst du mit Cloud machen? Sephiroths anderes Ich? Der Meteor wurde herbeordert. Im Grunde ist alles schon gelaufen. Wir brauchen euch jetzt nicht mehr. Nein, vielleicht gibt es doch noch eine wichtige Aufgabe für euch. Hm, wenn ich den schon sehe. Präsident, die Vorbereitungen für die öffentliche Hinrichtung sind abgeschlossen. Hinrichtung? Was hast du davon, wenn du uns tötest? Ihr werdet als verantwortlich dieses Chaos hingerichtet. Die Menschen sind dumm, sie fühlen sich sicher, wenn jemand bestraft wird. Wenn ich jemals etwas Gutes über diesen Idioten gesagt habe, nehme ich es jetzt zurück. Also genießt eure letzten Augenblicke. Ich fesse euch die Hände. Barry könnte voll abhauen. Oder auch nicht. Ich kann nicht rüber. Speicherpunkt. Yeah. Warum steht da eine 10? Darf ich nur 10 mal speichern? So, lass den Speicherpunkt da sein. Oh nein.
Es wäre eine ungünstige Stelle, nicht speichern zu können. Tu es. Lade den Spielstand. Ich kann zurück. Aber ich stehe immer noch so. So, letzter Versuch. Ach, so ein Rotz, ey. Dass man die wenigstens offline speichern kann, wenn der Server nicht da ist. Kommt hier nicht durch. Oh, ich freue mich jetzt schon in Anführungsstrichen auf den Dings. Auf das Unterwasser-U-Boot-Spektakel. Scarlet, sind alle da? Das sind die Verantwortlichen für diesen Wahnsinn in dieser Welt. Da sieht man doch jetzt schon, dass der dicke Typ da wahrscheinlich Cat Sid ist. Wer zum Händler sind diese Leute? Euer qualvoller Tod wird landesweit im Fernsehen übertragen. Scarlet, warum eine öffentliche Hinrichtung hier und heute? Durch das Chaos, das die Nachrichten vom Meteor ausgelöst hat, brauchen wir mehr Unterstützung in der Öffentlichkeit. Wir müssen jemanden bestrafen, egal wen. Widerlich. Ha, ha, ha. Niemand gibt es zu, aber sie mögen dieses Schauspiel. Wir fangen mit diesem Mädchen an. Wenn ihr es tun müsst, fangt mit mir an. Kamera hierher, das muss aufs Band. Das Publikum liebt tränenvolle Abschiede. Oh nein! Was machst du da? Das hier ist meine Spezialgaskammer. Nimm dir Zeit und genieße deinen langsamen Tod. Schlampe. Ein Schlüssel ist heruntergefallen. Nun, die Show kann beginnen. Ha, ha, ha. Alarm, Alarm. Rap, Mr. Mannmarsch, an das gesamte Militärpersonal. Alle auf eure Posten. Oh nein, es ist Rappen. Lauft. Hey, los, alle. Mist, warum gerade jetzt? Wie fühlst du dich jetzt, Scarlet? Du bist nicht abgehauen. Ich bin beeindruckt. Wie ich mich fühle im Moment... Ah, Schlafgas? Idiot! Barretts Hände sind noch verbunden, wie kann er kämpfen? Und er hat nicht ausgerüstet. Die haben auch Schlafgas. Oh nein! Ah, Glück gehabt. Damit müsste Cat Sid auf jeden Fall wieder aufwachen. Schon wieder, er hat doch eben erst geschlafen. Und tot. Ich bin hier, um euch zu helfen. Warum gerade du? Gehörst du nicht zu Shinra? Warum nun? Ich bin gegen die Todesstrafe und außerdem, ich hasse dieses Vibe. Nun aber komm, wir müssen sie verhelfen. Ich beobachte den Eingang. Ihr Narren, ich habe bereits den Schalter gedrückt. Oh, muss ich auch noch rumlaufen, weil die fette Kuh im Weg liegt.
die geht nicht auf. Er sagt bestimmt, mach die Junon-Rakete bereit. Es ist Weapon. So viel Überfälle in letzter Zeit. Können wir was gegen machen? Ich denke schon, Ihre Befehle. Kein Grund zu fragen. Wir versuchen das mit unserer großen Kanone. Kanone laden, Kanone in Stellung, Ziel, Weapon. Das ist das Coole an Junon. Übelst verbarrikadiert. Vor die Militärstadt halt. Gut, dass Shinra eine Monopolstellung hatte. Mit der Rakete könnten wir fast jeden Kontinent platt machen. Erledigt. Roger, Roger. Die Kanone. Feuer. Statt zu warten, bis es kommt. Kein Wunder, dass kein riesen Tsunami jetzt durch die Welle kommt. Die Ruhe vor dem Sturm. Haben wir getroffen? Scheint so. Weapon kommt näher. Geschwindigkeit 50 Knoten. Das kommt genau auf uns zu. Das ist unmöglich. Wir haben es voll erwischt. Was ist mit der Kanone? Wir müssen nachladen. Dann nehmt so lange andere Waffen. Jawohl, Sir. Alle Artilleriegeschütze laden. Ziehe Weapon. Lass es nicht landen. Geschwindigkeit 70 Knoten. Die Weapon kommt. Das ist übel. Sie greift an. Also ich würde da weggehen. Barrett, Hilfe! Halt die Luft an, solange du kannst. Spinnst du? Ich kann sie nicht ewig anhalten. Mist. Die Gaskammer wird vermutlich von einem anderen Raum.